Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Okay. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Koa Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Jupp. Kalom. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Echt? Okay, das wusste ich mehr oder weniger. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Den habe ich schon getroffen an der Mine, wenn man sich erinnern mag. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Verstehe. Also wissen, mit denen kann ich reden nochmal. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Nett. Okay, ich werde nett zu ihm sein. Vorsichtshalber, falls er die Aufnahmen nicht macht, mache ich mal Blub 2. Habe ich auch schon Blub gehabt? Nein. Ach so. Der zensierte Ladebildschirm. Ganz geschickt gelegt. Okay, da ist er. Aber mich interessiert eher seine Truhe. Da schon mal sehr abgelenkt ist, kriegt er aus sich Mittel, dein Rezept aus der Truhe nehme und mir genüsslich anschaue. Wo habe ich den Zettel her? Lief rum, Akrak. Moment. Wenn man es rückwärts liest, scheint es einen Sinn zu geben. Kalom. Rückwärts liest? Was? Egal. Ich wusste das mal, wenn man es genau lesen kann. Aber so wichtig ist es gar nicht. Ich muss es eh nicht lesen können. Solange Dexter es lesen kann und mich bezahlen kann, reicht mir das. Das finde ich auch sehr stylisch an diesem Lager. Dass man hier oben noch gehen kann. Ich weiß nicht. Ich mag die Bruderschaft irgendwie. Die Seckenspinner. Vielleicht weil sie gerade so naiv sind. Aber in die Häuser darf ich glaube ich trotzdem nicht reingehen, oder? Na, zick darum. Hey, du! Ja, er zickt darum. Ich war doch nur kurz drin, habe mich umgesehen. Gut. Laufen wir mal weiter. Mal umgucken, wie es im Lager aussieht. Novize. Ah, er trägt so einen Novizenrock. So würde das dann aussehen. Naja. Es geht. Aber welche Tätowierungen haben die hier? Lalala. Novize, Novize. So einfallsreich. Aber na gut. So weiß man wenigstens, mit wem man reden muss, wem nicht. Templer, Templer und Übungsplatz. Templer, Templer. Und hier ist er. Eine der coolsten Säue in diesem Spiel. Koranga, einer der coolsten Schwerter. Guckt's euch an. Ich finde es toll. Roter Wind heißt das Teil. Und ihm fehlt ein Auge. Falls man es nicht gerade nicht sehen kann, wie das heißt. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Jupp. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Nicht?
Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Sag mal ehrlich, diese Rüstung sieht geil aus, oder? Ich finde die geil. Und das Stylische an diesem Typ ist, er ist so lässig. Ich meine, alle anderen Typen, wenn ich sie angreifen würde, was ich jetzt aber nicht tue, hauen zurück. Er wirft einfach einen Schlafzauber auf mich. Oder sagt, wenn du aggressiv sein willst, schlaf ich erstmal aus. Anga hat mit dir geredet? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich habe zur Auswahl. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er sagte, die Sumpfhaie habe er noch nie leiden können. Er hat gesagt, du seist unwürdig, die Rüstung eines Templers zu tragen. Wenn ich das Unterste sage, ist er ziemlich sauer und das ist, glaube ich, nicht gesund für mich. Das Oberste ist die Wahrheit, aber das Mittlere ist einfach genial. Das möchte ich natürlich zeigen. Er sagte, die Sumpfhaie habe er noch nie leiden können. Was? Eine heilige Aufgabe erwartet mich. Wunsch meines Meisters ist mir Befehl. Ja, so ist das halt. Ich hoffe, ihr habt den Witz verstanden. Hätte ich jetzt gesagt, er hätte mir gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin, hätte er nur gesagt, dass es erstaunlich wäre, dass er mit mir geredet hat, weil Kor Anga hätte seit Wochen nicht gesprochen, mit niemandem. Deswegen war auch neugierig. Aber ich finde, diese Antwort ist einfach genial. Ich meine nach dem Motto, ihr habt diesen Sumpfhaie noch nie leiden können, sondern nach dem Motto, mische nicht meine Angelegenheiten ein, und er nimmt das voll ernst. Na gut, der redet vermutlich nicht mit mir, Bal-Kadar. Ich kann natürlich beleidigen, indem ich ihr Alter sage und so ein Kram, aber ich glaube, das macht es nicht. Was ist hier vorne denn los? Aber die haben das richtig weitläufig, oder? Also irgendwie hat das was. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Nö. Du siehst aus wie ein Suchender. Echt? Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Genau, man kann hier raus. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Nett. Sehr überzeugend. Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden? Ich sehe, du hast dich mit unseren Regeln vertraut gemacht. Das ist gut. Ich spüre große geistige Kraft in dir. Du kannst schon bald ein Mitglied unserer Gemeinschaft sein. Aha. Ich habe dich angesprochen, weil ich dir Gelegenheit geben will, uns deine Loyalität zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch seht, aber er scheint einen Schnitt durch seinen Oberkörper zu haben. Scheint ein Grafikfehler zu sein. Normalerweise sieht man das nicht, aber mir fällt es nur gerade so auf, wegen des Horizonts. Das macht ihn irgendwie unheimlich. Wie kann ich dir meine Loyalität beweisen? Was wir am dringendsten brauchen, sind neue Seelen, die sich unserer Gemeinschaft anschließen. Wenn du dafür sorgst,
dass ein weiterer Mann unserem Lager beitritt. Hast du deinen Willen, unsere Gemeinschaft zu bereichern, unter Beweis gestellt? Hm. Joa, ein neue Seelenfang. Bin ich ein Seelenfänger? Welcher Wahnsinn ist dies? Entschuldigung. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Bestochen? Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Oh, sei nicht so hart zu ihnen. Sie leben halt in Anarchie. Das sind keine Barbaren, das sind...